Hi, willkommen in meinem kleinen Russian Fishing 4 Controller Guide, nenne ich ihn jetzt mal. Ich will euch heute einfach mal kurz zeigen, wie ihr den Controller in Russian Fishing 4 zum Laufen bekommt. Es ist auch gar nicht so schwer, vor allem wenn ihr die Steam-Version benutzt. Und das Ganze ist ein bisschen tricky, aber auch nicht mega kompliziert. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Basics, die auf jeden Fall gemacht werden müssen. Dafür gehen wir einfach mal in Steam, ganz normales Steam, gehen in die Einstellung. Dort müssten wir irgendwo, genau, da sind wir ja schon, den Reiter Controller haben. Dann allgemeine Controller-Einstellungen. Und hier ist ganz wichtig, wählen wir erstmal aus, welchen Controller besitzen wir jetzt überhaupt. Ich persönlich spiele mit einem Xbox One Controller, habe dementsprechend ausgewählt ja, alle Xbox One Funktionen. Ich weiß nicht genau, so funktioniert es auf jeden Fall für mich. Wenn ihr einen PlayStation Controller benutzt, macht ihr vielleicht die Xbox Sachen aus und aktiviert den PlayStation Controller. Standard Gamepads, glaube ich, ist das hier, No Name halt. Und am Ende müsst ihr, glaube ich, eine Taste drücken auf dem Controller und er müsste eigentlich erkannt werden. Das ist einfach erstmal die Einstellung, um den Controller überhaupt von Steam erkennen zu lassen. So, das hätten wir dann. Na, nu. Als nächstes suchen wir uns das Spiel in unserer Steam-Bibliothek. Das habe ich hier schon mal gemacht. Rechtsklick. Verwalten. Controller Layout. So, nun sind wir in dem Controller Layout. Und hier wird es jetzt ein bisschen tricky. Und zwar könnt ihr hier in diesem Menü oder in diesem Einstellungsbereich all eure Controller-Tasten mit Hotkeys belegen. Aus dem Spiel an sich quasi Taschenlampe ist Ingame-Hotkey F. Könnten wir jetzt zum Beispiel in diesem Programm oder in diesem Tool auswählen, welche Taste auf unserem Controller soll denn mit F belegt werden? Ich habe das hier schon mal gemacht bei mir. Das ist der rechte Analogstick. Reindrücken ist bei mir zum Beispiel Taschenlampe an. Und das kann man halt quasi mit jeder Taste machen. Bremse hoch, Bremse runter. Bewegen. Also es ist halt ziemlich simpel. Man klickt halt drauf, klickt auf die Taste und die man belegen möchte, jetzt zum Beispiel B, und sagt, okay, hier Leertaste, Ingame-Taste für den Kescher soll jetzt bei mir B sein. Tippe auf die Leertaste und die Leertaste ist auf der Controller-Taste B belegt. So. Und so zieht sich das halt ja durch jegliche Taste. Kleines Problem, was ich jetzt festgestellt habe, ist, der Platz auf dem Controller ist etwas begrenzt. Also du hast halt wahrscheinlich mehr Hotkeys auf der Tastatur belegt, als du Platz hast auf dem Controller. Ich habe das jetzt zum Beispiel so gemacht, dass ich halt hier diese obere Schultertaste teilweise doppelt belegt habe. Dass ich quasi zum Beispiel auf der Taste A auf meinem Controller, auf dem Xbox-Controller, habe ich jetzt zum Beispiel die Taste E belegt. Wenn ich nur E drücke, dann E ist, glaube ich, die Angel, zum Beispiel, wenn sie in der Halterung steht, aufheben. Und ich habe sie nochmal mit einem Alternativmodus. Das ist in meinem Fall jetzt linke Schultertaste auf dem Controller drücken,
Plus A nochmal belegt mit dem Buchstaben K, also dem Hotkey K, was in dem Fall, glaube ich, ist Bügel auf der Stationärrolle öffnen und schließen. Und so habe ich jetzt das Problem mit dem Platz so ein bisschen bei mir gelöst, dass ich halt nicht das Problem habe, dass ich zu viel, ich will ja mit dem Controller spielen, das ist ja mein Ziel am Ende des Tages, zu viel doch noch mit der Tastatur machen muss. Ja, und so belegt ihr euch quasi die Tasten für euch sinnvoll quasi, dass man sich halt irgendwie nicht die Finger bricht und ja, quasi doch entspannt vom Sofa spielen kann. Und das Ganze speichert man dann einfach mit fertig. Und gut ist, jetzt können wir eigentlich auch mal in-game gehen und uns anschauen, wie funktioniert denn der ganze Kram überhaupt. Dazu mache ich mal den Controller an und zeig euch, dass das eigentlich sehr gut funktioniert. Also wir laufen quasi mit dem linken Analogstick, also in meinem Fall mit dem rechten bewegen wir die Kamera. Dann habe ich Tasten belegt. Ihr seht, ihr müsst es ja jetzt eingeblendet sehen. Auf dem Steuerkreuz habe ich jetzt zum Beispiel meine Routen. Routenslot 1, 2, 3, 4 und 5. Okay, das ist jetzt keine Route, aber was soll's. Ja, was soll ich sagen? Linksklick, linke Schultertaste, ausschmeißen, Angel abstellen, straff ziehen. Es ist jetzt. Eigentlich alles, was ich jetzt brauche zum Spinfischen und Grundfischen, habe ich jetzt auf meinen Controller gequetscht. Ist es vielleicht noch nicht alles optimal, aber ich könnte so spielen. Also ab und zu muss ich dann doch noch die Maus in die Hand nehmen für irgendwelche Menüs wie, weiß ich nicht, hier die U-Taste. Hatte ich jetzt noch keinen Platz. Oder noch keine sinnvolle Belegung auf dem Controller gefunden, wie ich das am besten hinbekomme. Aber ja, die drücke ich jetzt nicht so oft. Ich meine, ich kann auch eine Stunde auf dem Sofa aushalten, ohne dass ich jetzt U drücken müsste. Aber so können wir halt mit dem Controller Russian Fishing 4 spielen. Das Ganze funktioniert jetzt allerdings so nur mit der Steam-Version. Es gäbe noch die Möglichkeit, das Ganze über externe Programme mit der Standalone-Version zu machen. Dazu bräuchte man aber extra Tools, wie zum Beispiel, was haben wir denn hier? Xpadder, das ist quasi dasselbe wie dieses Controller-Konfigurationsprogramm in Steam, nur als externes Tool. Nachteil daran, ist kostenpflichtig. Ich glaube, $10 oder sowas kostet der Kram. Aber das wäre halt eine Alternative, wenn man halt jetzt Russian Fishing nicht über Steam spielt und keine Controller selber einrichten kann. Weiß ich nicht. Ich habe die Steam-Variante und fahre jetzt so eigentlich relativ gut. Ansonsten werde ich auch mein Profil also mein Layout, mit dem ich gerade spiele, nochmal hochladen, also in die Steam Community, dass ihr die quasi übernehmen könnt. Also das sind jetzt meine Tasten, wie ich spiele und damit auch relativ gut klarkomme, die ihr dann einfach importieren könnt und einfach benutzen könnt.
Ja, das soll es auch schon gewesen sein, kurz und knapp. Und ja, viel Spaß beim Fischen mit dem Controller. Ciao, ciao.